Hallihallo, hier ist mal wieder Corazo und wir sind zurück in South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Und wie man hört, meine Stimme geht es wieder ein wenig besser. Betonung geht wirklich ein wenig, es ist immer noch ein bisschen sehr kratzig. Aber das soll mich nicht dran hindern, Aufnahmen zu machen. So, ich habe länger nicht aufgenommen. Deswegen, what's going on? Hier konnten wir genau diese Marketingaktion. Da wollte ich hin. Wir gehen raus und gehen wieder rein ins Polizeipräsidium, ne? Ach, da warten Kammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Nichts ist, ich sitze nicht ein. Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Ja, mindestens. Lass mich durch. Yoga-Lehrer. Ich bin eh der Meinung, wir sollten mal unser Aussehen verändern, aber ich würde sagen, nicht jetzt. Nee. Ja, wo ist er denn? Haben wir hier schon mal drin? Nee, oder? Also, nee. Einkaufen wollte ich nicht. Was ist? Hallo, willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Was? Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Warum ist da eine Puppe? Karens Puppe. Wer ist Karen? Warum sind da Clowns? Und warum gucken die mich alle an? Okay. Gefällt dir die Kritzelei, ne? Okay. Da hinten ist noch was. Hör auf, mich anzufassen, Elmo-Puppe. Okay. Ich ahne, wo das hier hingeht. Hey, eine Hand wäscht die andere. Heißt jetzt ja oder nein? Scheinbar nein. Hallo? Muss ich vielleicht sitzen? Und warum aus dem Polizeirevier rum? Weißt du, wer hinter der großen Verbrechenswelle in South Park steckt? Noch nicht. Aber ich rede ja nicht. Viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Was? Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln. Zu viel Verbrechen. Was? Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Was? Bitte lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Ich habe Angst, was du mir gibst. Nichts wie weg hier. Was da? Oh, ein dunkler Raum. Mit Liebesbrief der Lehrerin an Ike. Was? Ach so, dann erinnere ich mich an die Folge. Oh ja, Sticky Magazin, nichts Besonderes. Hier so, Kautropfen. Okay, sonst ist hier scheinbar nichts. Aber hier kann man vorher wirklich nicht rein, oder? Jetzt erinnere ich mich nicht dran. Okay. Wie seine Bilder. Ach, unser kleiner Freund und Helfer. Ja, ihr kleiner Freund und Helfer. So, ich werde für das Plätzchen in der Polizeiwache für eine Kopfaufnahme immer in der Polizeipräsidium soll was sein. Also, oh ja, hier auf den Steckbriefen bitte. Kriegt man das irgendwie angezeigt? Ja, da. So wie unter den Wanted-Dingern. Du weißt, es ist unten raus viel los. Vielleicht stellt der Bürgermeister im Wahlkampf vor. Ah, okay. Der leitet uns schon so ein bisschen, wo es hin muss. Okay. Rathaus wäre das nächste. Und dann muss ich auch ins Kuhn verstecken. So muss das sein. Ich verdirbe jeden den Spaß an allem und alles. Oder so ähnlich. So, Rathaus. Da bestimmt, genau, sehr schön, zack, 2 von 8. So, was ist das nächste? Sag schon. Du weißt, ein Gemeindezentrum, alles posten. Gemeindezentrum, wo ist das denn? Soll das hier gemeint sein? Ist der Stadtplatz. Gemeindezentrum. Ach, da unten. Dann gehen wir hin. Machen wir das schnell, würde ich sagen, die Quest. Ich weiß, ich halte mich hier so an Nebenquests auf.
Hast du recht. Mit zu Nebenquests auf, aber das kennt ihr mir auch von anderen Spielen. Ich bin da, ich weiß, es tut mir leid. Also, es tut mir nicht wirklich leid, weil so spiele ich nur mal Spiele, aber für die, die sich denken, Alter, geh doch einfach jetzt ins Kuhn-Versteck und mach den Kack da fertig. Ja, dem muss ich sagen, tut mir leid. Auf eine gewisse Art und Weise. Mir geht's manchmal auch so, wenn ich Let's Plays gucke, dass ich mir denke, mach doch jetzt einfach mal. Aber, nee, irgendwie manchmal. Also, wir sind Katzen. Ups. Gut gemacht. Ist das hier schon eine Gemeinde? Ja, ist es. Muss ich das vielleicht drinnen machen? Guck mal auf dem Dach. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nie drinnen, ne? Ich kann mal nehmen. So. 3 schon mal. Oder waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht. So, die Latte-Typen mögen mich nicht wirklich. Ja. Die Latte-Typen? Wer sind die Latte-Typen? Meint er die Kaffee? Tweak und so? Oh Gott! Oh! Alter! Also jeder andere YouTuber würde sich denken, oh, ein Thumbnail. Aber ich denke mir nur so, Alter, was war das? Elefant? What the hell? Oh, okay, gehen wir mal bei den Frauen drüben auch, ne? Zum Thema immer die Herrenklos sehen schlimm aus. Us, au, ah, ups. Mein Fehler. Gut, das ist ja gar kein Schalter in dem Moment. Das ist ja Dings hier zum Scannen. Also da komme ich wahrscheinlich noch gar nicht lang. Oh, sorry. Müssen wir uns merken, Gemeindezentrum, dann, wenn wir den, wen auch immer, heilen haben, der in diesen Elektroschaltkreisen zurechtkommt. Den brauchen wir dafür auf jeden Fall. So, die Latte-Typen, wer sind die Latte-Typen? Ich kann mir echt nur vorstellen. Mit dem Kaffee halt, also Tweak und so. Wir probieren es mal. Wir gehen vor zur Schule und dann schnell Reise rüber zu Tweak. Kommt es mir so vor oder ist es ein bisschen hackelig, das Spiel heute? Irgendwie kommt es mir wirklich so vor. Aber wenn ich das zur Zeit eh übelst am Rumspinnen wieder. Ich muss dann halt echt mal wieder was machen. Ja, kannst du. Einmal bitte dort hinten hin. Vielen Dank. Läuft gut, ja, läuft. Das ist in seinem Fall schon ein bisschen, naja, okay. Bis denne. Ja. So. Aber gab es hier irgendwas, wo wir Zettel aufhängen könnten? Bin dann drin. Schauen wir mal. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich tun? Da ist es doch. Sehr schön. 4 von 8. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo es das nächste ist. Jimbo. Okay, das ist mir klar, wo das sein sollte. Gab es auch eine Schnellreise hin? Ich hoffe mal. Jetzt müssen wir wieder zum Laufen. Na, irgendwas näher als hier wird es ergeben. So. Kann ich von Nutz? Behilflich sein? Ja. So, genau. Da gibt es direkt vor ein Schnellreise. Mensch, perfekt. Großes Danke da an unseren Freund der Schnellreisesystems. Bam, bin ich da. Bis denn, ne? So. Jimbo Guns. So, wird wahrscheinlich drinnen dann sein. Ja, da hinten. Cool. Wo geht's jetzt hin? Männer und Frauen, die für Geld unterhalten sind, genau mein Ding, Kumpel. Liebe Lustige, Comedy-Stücke? Wo gibt's hier Comedy-Stücke? Geld unterhalten. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ja. Comedy-Stücke.
Zaubermauer, Altenheim. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Minimum. Vielleicht meint er das normale Kino? Ansonsten. Ziehen wir das durch? Ja, Moment, ich muss nachdenken. Laut. Das sind einfach nur die Wohnungen. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass das Kino gemeint ist. Wir probieren es mal. Würde auch Sinn machen, das Kino, finde ich, da was aufzuhängen. Mal Comedy, Theater. Richtung dachte ich erst, aber wüsste ich echt nicht, dass es da was gäbe. Das kann man auch regelmäßig kaputt machen. Plünderungen nehmen zu. Also hier direkt ist nichts. Und hier drinne. Oh, hatten wir dich schon, erinnere dich? Erinnerst du die Passion Christi? Na, das will ich nicht erinnern. Nein. Ja, nein, tu ich nicht. Ich erinnere. Denn ist auch irgendwas. Ah, hier sind die Federn von den Sitzen, okay. Nee, hier ist nichts. Okay. Er mag unterhalten werden. Er mag am liebsten Comedy. Warte mal, wir gehen mal in Instagram rein nochmal. Instagram. Männer und die Frauen, die sich für Geld unterhalten, sind genau mein Ding, Kumpel. Die lieben meine lustigen Comedy-Stücke. Ach nee, die lieben seine Comedy-Stücke. Okay. Männer und Frauen, die sich für Geld unterhalten. Männer und Frauen, die sich für Geld unterhalten. Oh, warte mal. Meint er den Stripclub? Schauen wir mal nach, würde ich sagen. Das bist du. Genau, Peppermint. Vielleicht meinte das. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein Brett drin, direkt im Eingangsbereich. Kann also sein. Schauen wir mal. Wir sehen uns. Genau. Wahrscheinlich gleich ein paar Sekunden. So, schauen wir mal. Ich geh mal wieder ins Stripclub als kleiner 8-Jähriger. Nee, warte. 8-Jähriger waren die anderen, wir waren 6-Jährig, ne? Genau, da ist es doch. Sehr schön. Da komme ich nicht dran. Auch gut. So. Zack. Nummer 6. Mensch, da haben wir es ja gleich. Meine Show für 5- bis 10-Jährige ist tödlich gut. Kennst du mir einen Ehrenplatz in der Grundschule? Ja, oh, die ist das, wir ja wieder, ne? So, da gab es aber auch eine Schnellreise, glaube ich. Echt immer quer hier durch die Stadt, die ganze Sache. Aber zum Glück haben wir die Schnellreisen soweit schon. Aber wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Genau, Grundschule gibt es hier ein Dings. So, Mensch. Nicht wundern, wenn ich zwischendurch was trinke. Tut mir auch leid irgendwo, aber mein Hals, wie gesagt, ist es noch nicht so gut. Deswegen tue ich hier zwischendurch ein bisschen mehr trinken als sonst. So. Ein Ehrenplatz. Oh, das sind wieder 8-Klässler. Ein Ehrenplatz in der Schule. Ach, da oben, ich sehe schon. Ah, alles klar. So. Heißt, einmal hierhin. Einmal dahin. Nee, dahin. Scannen. Zack. Und los geht's. Humankind, hilf mir eben. Startbereit! Ja. Hurra. Ja, irgendwas muss ich auch können. So. So, wo geht's denn als letztes hin? Sag es mir geschwind. Hollywood, Mark Natur, oder bringst du mich nach draußen? Direkt neben Wandergarten oder so. Oh Gott, wo sind hier Wandergarten? Dann mal los! Wow. Okay, geschafft!
Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen überfragt. Wanderkarten. Nach draußen? Meint er vielleicht hinten hier in dem Wald irgendwo? Naja, da haben wir auch eine Schnellreise. Nicht, dass es jetzt, glaube ich, schneller wäre, als wenn wir hinlaufen, aber ich will den Kids dahin gehen. Ich will ständig gegen die Kids hier kämpfen. Oh, diese mickrigen Achtklässler. So, bis denn. Wo gibt's sowas wie Wandererschilder? Ich weiß es echt nicht. Nee, da kommen wir so. Das Magazin, kann man was machen? Nö, okay. Vielleicht am See. War was am See hier? Achso, nur mit ihr reden. Hier ist auch nichts. Bring mich nach draußen. Wir können hier hinten nochmal lang, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Aber das Lava davor. Geht das trotzdem? Nein! Au! Nein! Wieso? Jetzt komme ich da hinten. Da hinten ist was. Aber kann ich sie echt nicht jetzt anbringen? Ich will aber. Menno! Kann ich die Quest gar nicht machen? Das ist jetzt doof. doof. Ja gut, dann halt nicht, ne? Also. Kann ich jetzt auch nichts machen, würde ich behaupten. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Ach, hab dich nicht so. So, dann, ja, dann geht's halt jetzt ins Kuhn-Versteck. Bin jetzt ein bisschen traurig. Dachte echt, ich kann da jetzt, aber nö. Na gut. Dann halt nicht. Dürfen wir nicht vergessen, wo es war. Wie ich mich kenne, habe ich's. Was habe ich gleich vergessen? Ich weiß es schon nicht mehr. So, da gibt es eine Schnellreise. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Und ich würde auch sagen, an dieser Stelle beenden wir mal die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es jetzt auch nur ein bisschen hin und her gelaufen war, aber es war immerhin etwas, würde ich sagen. Und ja, gleich in der nächsten Folge geht's weiter mit der Hauptstory. Also sind wir alle gespannt, was als nächstes passieren wird. In South Park direkte Kuläre zur Reißprobe. Wieder auf meinem Kanal. Leute, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oder Kommentar. Würde mich riesig freuen. Ansonsten bis in der nächsten Folge. Bis hin. Tschüss. Es geht wieder. Hi-ya.